Du beziehst Krankengeld und möchtest in den Urlaub fahren. Dann gibt es drei Reiseziele innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU und außerhalb der EU. Hier ist es eben wichtig, dass du weißt, was du zu beachten hast. Gehen wir es von vorne an. Du verreist innerhalb Deutschlands an die Nordsee, Ostsee, nach Bayern etc. pp. Hier ist es nur wichtig zu wissen, sollten in diesem Reisezeitraum Behandlungen stattfinden, musst du an diesen teilnehmen. Du musst deine Krankenkasse, deinen Krankenversicherer im Vorfeld nicht informieren, dass du dich innerhalb Deutschlands auf Reisen bewegst. Aber halte deinen Behandlungsplan ein, ganz wichtig. Punkt Nummer 2, Reisen innerhalb der EU. Hier solltest du unbedingt bei der Krankenkasse, bei der Krankenversicherung beantragen bzw. eine Genehmigung einholen, dass es unproblematisch ist, innerhalb der EU zu reisen. Wieso? Die Krankenkasse, der Krankenversicherer könnte eventuell, wenn er spitz bekommt, etwas passieren sollte etc. pp., die Zahlung des Krankengeldes einbehalten. Das heißt, du bekommst für diesen Zeitraum kein Geld. Wichtig ist hier jetzt am besten vom Vorfeld schon mal bei deinem Arzt, bei deiner Ärztin unbedingt ein ärztliches Attest mit dem Hinweis, dass es eben kein Problem sei, in deinem Krankenzustand sich innerhalb der EU auf Reisen zu bewegen. Mit diesem Attest gehst du jetzt zur Krankenkasse und beantragst eben diese Genehmigung. Und wenn das alles wunderbar läuft, dann wird dir auch innerhalb der EU, wenn du dich im Urlaub befindest, dein Krankengeld weitergezahlt. Ähnlich ist es auch auf Reisen außerhalb der EU, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlung des Krankengeldes hier ausgesetzt wird, ist hoch. Also genau der gleiche Ablauf wie innerhalb der EU, ärztliches Attest etc. pp., auch mit dem Vermerk, dass es aus ärztlicher Sicht kein Problem sei zu reisen, bei der Krankenkasse eben dementsprechend eine Genehmigung beantragen. Du bekommst eventuell dann auch den Hinweis, innerhalb dieser 14 Tage Reisezeit als Beispiel wird kein Krankengeld bezahlt. Danach geht es wieder weiter. Das ist durchaus realistisch. Solltest du das nicht beantragen, ist es genauso wie innerhalb der EU. Sobald irgendwas passieren sollte, kann es sein, dass nicht nur das Krankengeld von der Zahlung her eingestellt ist, sondern du es verwirkt hast. Und dann geht dieses Prozedere mit Feststellung des Krankheitszustands etc. wieder von vorne los. Eventuell ist es dann so, dass bis zu dem Zeitpunkt kein Geld gezahlt wird. Du hast da auch kein Anrecht drauf. Das ist unbedingt zu beachten, wenn es um Krankentagegeld innerhalb des Reisekontexts geht. Also unbedingt diese Punkte beachten, dann wird ja auch das Geld im Urlaub weitergezahlt. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen einfach erklärt. Bis dahin, ciao, euer Nico.